St. Agidien, die Handwerkerkirche in Lübeck. Sie liegt hier im Handwerkerviertel in Lübeck. Ganz besonders für die St. Agidien in Lübeck, das zeige ich euch jetzt. Das ist die sogenannte Singechor und mit dieser schöne geschwungene Treppe kommt man hier hoch. Bemerkenswert in St. Agidien ist diesen Altar aus dem Barockzeit 1701. Vorbild diente hier ein Altar aus dem St. Marienkirche hier in Lübeck. Sie ist verziert mit Engeln und allegorischen Figuren geschmückt. Schauen Sie mal diese wunderschöne Taufbecken an. Die ruht auf drei Mönchen und der Taufdeckel hier drüber, da sieht man die kleine Figur. Sie tragen Werkzeuge. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass wir jetzt im Handwerkerviertel in St. Agidien stehen, sondern allgemein in Barockzeit hat man oft solche Figuren mit Werkzeuge hergestellt. Damals, die trugen die Werkzeuge, womit Jesus gekreuzt worden ist. Hier im St. Agidien sieht man eine dreischiffige Stufenhalle im Gotikstil. Vieles ist noch original, sie wurde im Krieg nicht getroffen. Wir sehen gotische Wandmalereien und gestiftete Stücken aus dem Mittelalter und Neuzeit. Dieses Haus gehört St. Agidien. Heute wird es ganz normal vermietet, aber früher, so sagt die Legende, wohnte hier drin einmal der Organist, der Köster und links der Totengräber.